Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu mir, dem Retro-Phrenologen und der Dragon Age. Immer noch dem Prolog. Meh, irgendwann mal werden wir dieses Spiel auch anfangen. Aber dieser Tag ist noch fern, ein Schwertag, ein Bluttag und so weiter. Hey, da ist eine Kiste. Ich musste leider ja die letzte Folge... Was ist es jetzt? Haben die Grey Wardens mehr als genug von dem Circle gefragt? Ich kam einfach, um eine Nachricht von der verehrten Mutter zu bringen. Sie desires deine Präsenz. What her reverence desires is of no concern to me. I am busy helping the Grey Wardens by the King's orders, I might add. Should I have asked her to write a note? Tell her I will not be harassed in this manner. Yes, I was harassing you by delivering a message. Your glibness does you no credit. Here I thought we were getting along so well. I was even going to name one of my children after you. The grumpy one. Enough. I will speak to the woman if I must. Get out of my way, fool. You know, one good thing about the Blight is how it brings people together. Das stimmt. Ihr seid ein sehr seltsamer Mensch. Ich weiß genau, was ihr meint. Es ist furchtbar, so etwas zu sagen. Wie bitte? Ich weiß genau, was ihr meint. Ja, tatsächlich. Ja, wie gesagt, die letzte Folge musste ich leider nachkommentieren. Passiert. It's like a party. We could all stand in a circle and hold hands. That would give the Darkspawn something to think about. Wait, we haven't met, have we? I don't suppose you happen to be another mage. Wir kennen's nicht, ihr müsst Alistair sein. Ich bin tatsächlich eine Magierin. Würde euch das den Tag ruinieren? Hardly. I just like to know my chances of being turned into a toad at any given moment. Wait, I do know who you are. You're Duncan's new recruit from the Circle of Magi. I should have recognized you right away. I apologize. Sehr freundlich. Und ihr müsst Alistair sein. Wie habt ihr mich erkannt? Schon in Ordnung, ich bin nicht beleidigt. Wenn ihr ein Problem mit meiner Magie habt, sagt es besser gleich, weil wir müssen wahrscheinlich zusammenarbeiten. Mit so witzigen Leuten arbeite ich so gerne zusammen. No problem, it's just my background makes mages nervous and nervous mages make me nervous. I don't want to be a toad. I like the way I am. Allow me to introduce myself. I'm Alistair, the new Grey Warden. Though I guess you knew that. As the junior member of the Order, I'll be accompanying you when you prepare for the joining. Na dann, bringen wir es hinter uns. Sehr erfreut, mein Name ist Miranda. Kann ich mich nicht alleine vorbereiten? Was könnt ihr mir über den Beitritt erzählen? Mehr Background-Story. Honestly, nothing. Try not to worry about it. It will just distract you. You know, it just occurred to me that there have never been many women in the Grey Wardens. I wonder why that is. Vermutlich sind wir zu klug für euch. Ich weiß, mich meiner Haut besser zu wehren als die meisten anderen. Könnt ihr aufhören, mich als Frau zu sehen? Ihr hättet gerne mehr Frauen bei den Wächtern, oder? Könntet ihr aufhören, mich als Frau zu sehen? Genau, ich möchte mich verdinglichen oder so. Vermutlich sind wir zu klug für euch. Dass ich Pech hatte, dass ich einer von den Jungs bin, dass ich nicht interessiert bin. Lass uns endlich gehen. Ja, ich hab wohl echt Pech gehabt. Dass ich Pech hatte. Ouch. Anyhow, whenever you're ready, let's get back to Duncan. I imagine he's eager to get things started. Gehen wir, der Streit gerade eben. Worum ging es da? Ihr müsst mich doch nicht begleiten, oder? Was mit den anderen Rekruten? Ich freue mich darauf, mit euch zu reisen. Na, geht so. Der Streit gerade eben. With the mage. The circle is here at the king's request, and the chantry doesn't like that one bit. They just love letting mages know how unwelcome they are, which puts me in a bit of an awkward position. I was once a Templar. Ah, unsympath. Das ist in der Tat unangenehm. Aber ihr habt Magier gejagt. Das ist in der Tat unangenehm. I'm sure the revered mother meant it as an insult, sending me as her messenger. And the mage picked right up on that. I never would have agreed to deliver it, but Duncan says we're all to cooperate and get along. Apparently they didn't get the same speech. Aha. Und was ist mit den anderen Rekruten? Davith and Ser Jory are here in the camp. Have you met them? Ich habe Davith getroffen. Right, that cut purse Duncan conscripted. Not sure what Duncan sees in him, to be honest. Keep an eye out, maybe we'll see the other one. Or I can track him down later. Der muss ein verdammt guter Dieb sein. Das muss ein Ninja sein, den hätte ich doch sehen müssen. Gehen wir. If you have any questions, let me know. Otherwise, lead on. Ja, ich muss hier nämlich noch eine Kiste plündern. Damit. Hätte ich mal Schlösser knacken gelernt. Hey, da ist ein
Diener. Ah, oh, das ist tatsächlich ein Diener. Eine Dienerin. Noch ein Diener. I didn't know elves could join the Grey Wardens. Ja, ist eine schöne Kiste, finde ich auch. Mann, ich brauche jemanden, der Schlösser knacken kann. Das kann ja wohl nicht angehen hier. Was man hier alles an Loot hätte schon mitnehmen können, wenn man bloß Schlösser knacken könnte. So eine Kacke. Alistair. Hm. Naja, egal. Reden, der Besänftigte ist immer noch da. Dass der auch immer diese Kiste bewachen muss, der Sack. Davis ist schon da, aber es fehlt tatsächlich noch einer. Der muss doch irgendwo zu finden sein. Loge ins Wache. Irgendein random Diener. Ein Aschekrieger. Was ist ja mal? Ein Soldat. Noch ein Köter. Ein Ritter. Kann man den vielleicht auf der Karte sehen, den letzten fehlenden? Lazarett. Ein Zelt, noch ein Zelt. Duncans Feuer. Hundezwinger. Keine Ahnung, der Typ ist nicht da. Ja, da ist er. You found Alistair, did you? Good. I'll assume you're ready to begin preparations. Na klar. Assuming, of course, that you're quite finished riling up mages, Alistair. What can I say? The revered mother ambushed me. The way she wields guilt, they should stick her in the army. She forced you to sass the mage, did she? We cannot afford to antagonize anyone, Alistair. We don't need to give anyone more ammunition against us. I apologize, Duncan. I'll go collect who we're missing. Na. This is Sir Jory, a knight from Redcliffe. How do you do? And this, of course, is the recruit that Duncan said he was bringing. Können wir weitermachen? Ich bin Miranda. Schön, euch zu treffen. Das bin ich, die Neue. Ich bin es. Haha, ich bin großartig. Ich bin Miranda. Schön, euch zu treffen. Since you're all here, we can begin. You four will be heading into the Korkari Wilds to perform two tasks. The first is to obtain three vials of darkspawn blood. One for each recruit. Und das ist die zweite Aufgabe. Und wofür brauchen wir das Blut der dunklen Brut? Wir sollen in die Wildnis gehen. Ist das nicht gefährlich? Hättet euch das Blut doch inzwischen bestimmt selbst besorgen können. Und was ist die zweite Aufgabe? There was once a Grey Warden archive in the wilds, abandoned long ago when we could no longer afford to maintain such remote outposts. It has recently come to our attention that some scrolls have been left behind, magically sealed to protect them. Alistair, I want you to retrieve these scrolls if you can. Okay. Wir sollen das Archiv und drei Fläschchen mit Blut suchen. Verstanden. Was sind das für Schriftrollen? Und wenn sie nicht mehr da sind, ist auch Teil unseres Beitritts. Wie finden wir dieses Archiv? It will be an overgrown ruin by now, but the sealed chest should remain intact. Alistair will guide you to the area you need to search. Na dann. Wir sollten das Archiv und drei Fläschchen Blut suchen. Ja, was sind das für Schriftrollen? Und wenn wir sie nicht mehr da sind, ist das auch Teil unseres Beitritts? Und wenn sie nicht mehr da sind? The scrolls may have been destroyed or even stolen, though the seal's magic should have protected them. Only a Grey Warden can break such a seal. I don't understand. Why leave such things in a ruin if they're so valuable? It was assumed that we would someday return. A great many things were assumed that have not held true. Naja, wir werden ja jetzt zurückkehren. Das ist auch Teil unseres Beitritts. No, but the effort must be made. I have every confidence you are up to the task. Na, vielen Dank auch. Und was sind das für Schriftrollen? Old treaties, if you're curious. Promises of support made to the Grey Wardens long ago. They were once considered only formalities. With so many having forgotten their commitments to us, I suspect it may be a good idea to have something to remind them with. Aha. Na dann, machen wir das. Watch over your charges, Alistair. Return quickly and safely. We will. Then may the Maker watch over your path. I will see you when you return. Na, hoffen wir es. Neue Quest, verdorbenes Blut, die Truhe der grauen Wächter. Ja. Sprechen wir mal mit Jory. Genau. Woher kommt ihr, Jory? Wie haben die grauen Wächter euch gefunden? Was haltet ihr von Duncan? Was sollten wir jetzt tun? Was meint ihr? Woher kommt ihr, Jory? I hail from Redcliffe, but Duncan recruited me in Hyever, a city off the northern coast. Have you traveled there? Nö. Nee, nie. I was in Arlaemon's retinue when he attended King Marek's funeral. It was in Hyever that I met my Helena.
I was smitten. She has the most beautiful eyes, my Helena. Now, for years, I found any excuse to return there. We married a year ago. Arlayman gave me leave to serve in Hyever, but I was attempting to persuade Helena to come to Redcliffe with me, at least until I was recruited. Das scheint sie nicht gefallen zu haben. Also habt ihr sie verlassen. Never. I will return to her once my duty is done and the Blight defeated. Na dann. Das ist ja sehr optimistisch. Wir haben die Grauen Wächter euch gefunden. Last month, Duncan visited Hyever, and the Ban held a tournament in his honor. I won the Grand Melee. It was hard to leave my wife. We married only a year ago, and she is heavy with child now. But Ferelda needs my blade, and I shall not falter. Da musste er recht mächtig sein. Naja, machen wir uns auf den Weg, den Rest finde ich uninteressant. Indeed. Kann man jetzt vielleicht den, die Kiste beklauen? Bevor ich in die Wildnis gehe? Ich will doch nur so ein bisschen Loot haben, ehrlich gesagt. Ne, der Besänftigte ist immer noch da. Welcome, young woman. Immer noch nicht. The brand is a minor priced. Bla 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 bla. Aber wir haben doch jemanden, der schleichen kann. Du hier. Du kannst doch bestimmt verstohlen sein. They can't see you, they can't kill you. That course of action is inadvisable. Ich hätte gedacht, dass der Schlösser knacken kann, aber scheinbar nicht. Kann hier irgendjemand Schlösser knacken? What now? Aber wenn einer Schlösser knacken kann, dann doch er. Ja, du kannst die Verstohlenheit ruhig aufgeben. Ja, geh Schloss knacken. Der ist doch ein Schurke. Schurke müssen alle Schlösser knacken können. Sag ich doch. Dann kriegen wir direkt einen Dolch für. Ey, ein Dolch. Das ist ja der Wahnsinn. Freue ich mich ja direkt drüber. Kann gleich erstmal gucken, ob es hier noch so ein bisschen Leute gibt, denen man Equipment geben kann. Eine Axt. Und ein paar Runen. Das hat sich doch gelohnt. Eine Axt macht bestimmt mehr Schaden als so ein Dolch. Oder ein Schwert oder was auch immer. Ja, da kann ich halt noch nicht machen, aber es gab beim Lager, wenn mich nicht alles täuscht, nochmal eine Kiste. Ah, hier sind die Magier, die natürlich von Templern bewacht werden. Bla bla bla. Das ist ein bisschen nervig, dass man dann immer den Schurken auswählen will, wenn man, naja, Sachen aufknacken will. Das auch heißt, dass wir einen Schurken in unserer Truppe brauchen, wahrscheinlich Iliana. Wo ist denn nochmal? Duncans Feuer. Hundezwinger. Ach, da oben. Bei der Hütte. Wo auch sonst. Der Quartiermeister, meine ich natürlich. Bei dem ja noch eine Kiste rumsteht. Vier Leute haben in unserer Truppe. Ich dachte, es wären nur drei gewesen. Aber das ist ja ganz cool. Bei vier Leuten. Lederrüstung. Lass dich nicht aufhalten, guter Mann. Wir gehen dann mal wieder. So. Hier haben wir, glaube ich, keine neue Rüstung. Ja, eine Lederrüstung, aber da habe ich lieber meinen Umhang an, der ist da sinnvoller. Ein kleiner Schild bringt uns nichts, weil wir haben keinen Inventarslot. Alistair hat bereits eine gute... was hat er denn? Eine Bänderausrüstung. Die hat 5 Rüstungen. Die hat auch 5 Rüstungen. Die Kettenrüstung. Ne, die hat weniger Rüstung. Ein Schild hat er auch in der Hand, der ist also ganz gut equipped. Was ist mit einer besseren Waffe? Du hast eine gute Waffe. Er hat ein Langschwert des Wächters, das macht ganz schön viel Schaden. Schauen wir also bei den anderen vorbei. Du hast sowieso einen Bogen, das heißt, du brauchst keine andere Ausrüstung. Also, ehrlich gesagt, vielleicht doch, nämlich hier. Da kann man auch mal bei Alistair gucken, ob wir vielleicht dem mal so ein Amulett geben können. Hier, sowas hier. So ein Nahkampf-Amulett. Hat einen Gegenstand-Set-Bonus. Schüler-Amulett. Aha. Keine Ahnung, welche Sachen hier zusammenpassen, aber er hat auf jeden Fall einen Bonus. Gute Arbeit, Alistair. Mehr haben wir nicht, was wir ihm geben können. Wir haben nicht mehr so viele Ringe. Ich hatte doch vorhin ganz viele von den Dingern. Naja.
Was haben wir für dich? Eine Kettenrüstung, ist die besser? Die ist offenbar besser, also zieh die mal an. Und dann können wir den Schild geben, das bringt dir aber nichts. Ein Geistertalisman kannst du auch haben. Dann haben wir noch Jory. Der hat ein Großschwert, coole Sau. Das heißt, der hat keinen Platz für ein Schild. Die Rüstung ist auch nicht besser als das, was er so... Ja gut, er hat keinen... Hier kannst du eine Schülerkapuze tragen. Ein Stoffhelm. Steht dir super, Jory. Echt top. Ja, das waren sie alle. Auf geht's. Der Ausgang ist hier vorne. Auf geht es in die Wildnis. Ich wäre gerne ich. Wenn ich ganz ehrlich bin. Hallo? I'm sorry, is there something you need? Du rennst hier so durch. Von euch nicht? Nee, ich wollte mich nur unterhalten. Are you the new Grey Warden recruit? I was just walking by when I heard. It must be exciting to be so important. Wait, you aren't here to tell me I'm in trouble, are you? Nö. Ich fürchte schon, nein, nicht, dass ich wüsste. Was glaubt ihr? I don't think so. I'm one of the king's servants, which means I run messages around and make deliveries all day long. If you fall behind, you get the switch from the quartermaster. Oh, I wish I were back at the palace. There are far more places to hide. I better go. If the quartermaster sees me chatting, he'll think I'm being lazy and that'll be my hide. But it was nice talking to someone. Der Quartermaster ist wirklich nicht besonders nett. Naja, aber wir haben anderes zu tun. Hier gibt es eine Schlacht zu kämpfen und einen Krieg zu gewinnen und... I'm told you all have business in the wilds. The gate's open for you. Just be careful out there. Even a Grey Warden won't be safe in the forest tonight. Na dann. Auf und hinein in den wunderbaren Wald. Also, sobald wir den dann mal fertig geladen haben. Die Kokari-Wildnis. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt, ist eine Karte. Hier läuft auf jeden Fall allerlei Kleingekröse herum. Da drüben haben wir ein paar Wölfe, wie es aussieht. Naja, Wölfe. Mit Wölfen komme ich klar. Batsch! Vor allen Dingen, da wir einfach mal zu viert sind. Wow. Der haut ja tierisch rein, der Kollege. Was haltet ihr eigentlich von meinem Geistschlag? Schockieren, nicht wahr? Richter trifft mich auch immer gleich der Schlag. Steinfaust und Arcana Bolzen. Und ich habe kein Mana mehr. Wenn man hat es nicht leicht als Magier, wenn einem ständig das Mana ausgeht. Und dann können wir selber heilen. Vor dem Mana, das ich nicht habe. Quatsch. Da ist jemand nicht mehr viele Lebenspunkte. Aber eigentlich müssten wir das noch hinbekommen, bevor der stirbt. Vielleicht sollte ich meinen Mana aufs Heilen fokussieren, weil wir so viele sind. Ein Wolfsfell, das ist aber unerwartet. Mehr Wolfsfälle. Alle Wolfsfälle. Tja, von Wölfen kriegen wir wirklich keine dunkle Brut. Blut. So, Missionar Jugby. Hoppla, wer hat den denn zerlegt? Ein Brief. Ein Brief an Jogby. Den können wir mal lesen. Mein lieber Sohn, es erfüllt mich mit Freude, dass du in meine Fußstapfen treten und das Wort des Erbauers zu denen bringen willst, die nicht erleuchtet sind. Allerdings hättest du dir dafür einen ungefährlicheren Ort aussuchen können. Verzeih, dass ich bereits in die Wildnis aufgebrochen bin, Sohn, aber ich wollte schon mal ein Lager aufschlagen und mit der Arbeit beginnen. Die Chasint haben Respekt vor jedem, der sich in der Wildnis behaupten kann. Und ich will vor deiner Ankunft eine Abmachung mit einem dortigen Stamm treffen, damit wir ein paar Freunde haben. Du wirst feststellen, dass es schwierig ist, sich in der Wildnis zu orientieren. Ich habe unten ein paar Punkte aufgelistet, denen du folgen solltest. So gelangst du zu einem Ort, an dem ich Vorräte für dich hinterlassen habe. Wenn du dich verirrst, geh dorthin zurück. Ich finde dich dann schon. Hier nun die Orientierungspunkte. Beginnt am Eingang zur Wildnis bei Ostagar. Suche nach einem Baum, der an der Ruine eines Gebäudes lehnt.
Geh unter einer ungestützten Baumbrücke hindurch, geh an einem versunkenen Turm zur Rechten vorbei, halt Ausschau nach der Ruine eines hohen Rundbogens und einem moosbewachsenen Stein. Geh einen Weg aus Murzeln und Steinen entlang, such nach zwei großen Statuen, zwischen denen eine Truhe steht. Dort ist unser Treffpunkt. Ich liebe dich, Jogby, mein Sohn, und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Dein Vater Rigby. Suche nach einem Baum, der an der Ruine eines Gebäudes lehnt. Na, damit können wir mal anfangen. Ein Baum, der eine... Sterbender Soldat. Nein, Soldat, stirb uns nicht weg. Ups, bin ich auf deinen Kopf getreten? Who is that? Grey Wardens? Well, he's not half as dead as he looks, is he? My scouting band was attacked by Darkspawn. They came out of the ground. Please help me. I've got to return to camp. Klar, wir sollten zumindest versuchen, deine Wunden zu verbinden. Wir haben keine Zeit, aber wir können euch zurückbringen. Wir sollen zumindest versuchen, wir können euch zurückbringen. If you just bandage me up, I can get back myself. Okay, das kriegen wir hin. Thank you. I've got to get out of here. Na dann geh du mal. So taumelt er von dannen. An entire patrol of seasoned men killed by Darkspawn. Calm down, Sir Jory. We'll be fine if we're careful. Those soldiers were careful, and they were still overwhelmed. How many Darkspawn can the four of us slay? A dozen? A hundred? There's an entire army in these forests. There are Darkspawn about, but we're in no danger of walking into the bulk of the Horde. How do you know? I'm not a coward, but this is foolish and reckless. We should go back. Es ist Teil unserer Prüfung, diese Gefahren zu überstehen. Ihr vergesst, dass ich Magie beherrsche, uns wird nichts geschehen. Magie ist allmächtig. Für mich klingt ihr wie ein Feigling. Ich stimme euch zu, es ist zu gefährlich. Es ist Teil unserer Prüfung, diesen Gefahren zu überstehen. Know this. All Grey Wardens can sense Darkspawn. Whatever their cunning, I guarantee they won't take us by surprise. That's why I'm here. You see, Sir Knight, we might die, but we'll be warned about it first. That is reassuring. That doesn't mean I'm here to make this easy, however. So let's get a move on. Ja, weil du musst nämlich auch kämpfen und du bist irgendwo eine Oberpfeife. Hier ist, hier war doch eine Ruine. Aber kein eingestürztes Gebäude oder so. Ui, was leckt das denn gerade so? Ziemlich sumpfig hier draußen. Ich glaube, ich muss die Folge wahrscheinlich früh beenden. Weil ich mich um die Lags kümmern muss, die aus irgendeinem Grunde gerade hier so anfangen. Ah, sehr gut. Da oben scheinen wir die Elfenwurzel zu haben, die wir für den Hund brauchen. Das ist doch schön. Mehr gibt es hier aber offenbar nicht. Lags! Schrecklich. Ich denke mal, ich würde gerne weitermachen, aber wie ihr seht, geht es gerade nicht. Keine Ahnung, warum das jetzt so leckt. Von daher bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen und hoffe, ihr macht es beim nächsten Mal genauso. Ciao, ciao!